da reinschmeißen und dann ist es gut. Also alle Platten, was wir hatten, alles, was da... Was wird jetzt verbessert, vergrößert und schöner hin. Machen wir mal... Nein, das ist zu viel. Kabin, das ist zu viel. Gut, ich glaube, wir brauchen da noch zwei weitere. Ich glaube, das ist korrekt, oder? Wird wahrscheinlich fallen wie ein Stein. Weil ich muss ja düsenmäßig auch noch ein bisschen, weil das hat ja jetzt Rückenlast. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Imperium Galactic Survival mit dem Kabin, der ein Riesenproblem hat. Naja, gut. Wo soll ich anfangen? Wir haben ja gestern angefangen, so ein Raumschiff zu bauen. Ich gebe zu, es ist sehr, sehr groß. Und wie ihr seht, habe ich schon so ein, zwei Sachen reingeschmissen. Also wie gesagt, wir brauchen nicht die Baden herstellen. Es reicht, wenn wir das Material haben, was wir letztes Mal eingesammelt haben. Darin schmeißen und dann ist es gut. Also alle Platten, was wir hatten, alles, was da ist jetzt drin. Und ihr seht, da ist nicht mehr so viel. Ey, wir haben ja letztes Mal, wie gesagt, die eine Base da auseinandergenommen. Also vor 20.000 vorhin haben wir mal eine Base auseinandergenommen. Und da hatte ich ja 40, mehrere 4.000er Blöcke gehabt. Ne? Die habe ich jetzt alle reingeschmissen und, wie ihr seht, es ist weg. Also mal, das schmeiße ich noch schnell rein. Das auch. Das kann ich nämlich alle gleich so reinschmeißen. Das ist das Schöne. Könnt ihr gleich mal sehen, Alter. Junge, nee. Das muss ein monströses Ding sein. Aber das würde bedeuten, wir können wieder durch die Gegend tingeln. Yay. Seht mal hier so. Zack, bums, weg. Achso, da hatte ich ja noch ja nicht da gehabt. Aber hier, die 40. Zack. Da waren 8 Baren. Habe ich das richtig gesehen? Gut, wir können jetzt erstmal hier so ein bisschen den Planeten noch abtingeln und dann müssen wir... Bin gerade am überlegen, ob wir nicht gleich zu den Roten fliehen. Strahlungstechnischerweise. Sind wir ja gut drauf. Ich brauche nur eine Tonne Nahrung. Denn wie gesagt, dieser Anzug... Der ist anders. Der hat... Oh. Kann das sein, dass... Nee, da sind sie ja. Ich werde mal ein bisschen Nahrung herstellen. Das können wir nämlich sehr, sehr gut brauchen. 2000. Ich weiß, dass das nicht funktioniert. Dass das nicht da ist, aber gut. Gut, dann müssen wir noch ein bisschen was snacken. Ich kann ja noch so ein bisschen wegsnacken. Der musste produzieren und der nimmt hier den Rest auseinander, wie gesagt. Das kann nur eins wie sie Sekündchen dauern, bis das durch ist, aber... Ja, gut. Wir nehmen das, was wir bekommen, ne? Also. Halt mal, meine Karre ist da. Das heißt, wir werden uns jetzt ein paar Basen suchen, die keine roten Kerne haben. Würde ich mal sagen. Was mich jetzt interessieren würde, gut, ich wurde jetzt hier eben zweimal angeballert. Kann ich auch mit dem Ding die reparieren? Weil das kann ja nicht sein, dass die denn kaputt bleiben. Also, muss ja auch irgendwie reparieren können. Oder auch nicht. Wahrscheinlich gibt es da eine Reparationseinheit. Achso. Ich werde jetzt gerade sagen, warum es bei mir das nicht gerade aussehen. CO2. Da. Das ist ja nur Lebensenergie. Naja, gut. Ja. Die Base. Ich habe bis jetzt noch nichts gefunden, wo wir das verkaufen können. Hier, warten Sie mal, wo sind denn die Chips? Die Einheiten. Da. Da täte schon ganz schön Cash sein, aber wie gesagt, ich kann das noch nicht verkaufen, weil es geht noch nicht. Das lasse ich noch hier. Nee, das soll. Ach Mensch, das soll doch immer wieder. Das soll doch da unten drinnen bleiben. Wie gesagt, falls wir mal stranden sollten. Dann bin ich ja zu gezwungen, mir eine zweite Base aufzubauen. Hier. Wie gesagt. Ich bräuchte eigentlich so ein Ding, wo ich mir immer so umziehen kann. Das wäre cool. Weil wie gesagt, das Ding frisst ja Nahrung. Ohne Ende. Und da täte gut sein, wenn wir das nicht hätten. Den Verschleiß an Nahrung.
Warten Sie mal. Dieses Ding für den Anzug gibt es doch auch für ein Raumschiff. Dann knallt das den Teil. Nee, gut, ich wollte ja so oder so ausbauen. Das hatte ich ja gesagt, ja. Schön, dass ich jetzt alles verbraucht habe am Material. Da wollten wir ja was machen, ne? So, was machen wir jetzt? Ich fräse das mal hier weg. Was soll da passieren? Das wird jetzt verbessert, vergrößert und schöner gemacht. Ist das richtig weg? Ja. Und ja. Muss das bloß noch rangeschraubt werden und die Düsen schmeiße ich dann ein Stück nach hinten, wa? Also, ja, ich würde mal sagen, ja. Ich glaube erstmal ja. Aber dann muss ich mir erstmal Blöcke herstellen. Ich hab's zwar nicht, aber ja, gut, ne? Das muss ja alles irgendwo untergebracht werden. Wenn ich mir kein Raumschiff bauen kann, dann herstellen kann, dann muss ich mir eins bauen. So rum. Aber das kostet dann auch wieder Material. Ach Mann. So, das ist ein Raumschiff. Ich will mir. Hä? Achso. Also, das ist grün. Der Kabin braucht grüne Blöcke, die er jetzt nicht herstellen kann, weil das ist noch ja nicht schlossen, Mensch. Okay, haben wir das da? So, das kommt denn. Nein? Ja, das ist korrekt. So, ich muss grün. Stahlblöcke. Ist erstmal günstiger. Verbundstahlblöcke sind aber besser. Die werden nicht gleich auseinandergeschossen, ne? Machen wir mal. Nein, das ist zu viel. Kabin, das ist zu viel. Mach erstmal 50. 50? Hallo? Achso. Nee, so machst du 50. Ein Tipp. Nein! Das sind doch die falschen! Das sind Verbundblöcke. Na gut, ich kann die ja nochmal auseinandernehmen. So schlimm ist es ja nicht. So. Ganz lang. Ich glaube, solange ich hier bin, sollte ich den anderen Anzug anziehen. Oder was sagt ihr dazu? Ich glaube, das ist wahrscheinlich gar nicht mal so verkehrt. Ne? Weil hier drinnen baue ich keinen Schutz. Macht mehr Sinn. Tata. Und kurz bevor wir abhauen, muss ich daran denken, dass ich mir so ein Ding baue, dass ich immer hin und her switchen kann. Das ist eine gute Idee. Also, wir brauchen mehr Platz. Ach ja. Oh, ich klopfe mir mal kurz den Wamm voll. Aber trotzdem verbraucht der ganz schöne. Aber das ist eben halt hier Rennen und so, ne? Wenn ich renne, verbrauche ich mehr Kalorien, wisst ihr? Also. Diese Blöcke nach vorne. Ungefähr die Länge, würde ich sagen, wa? Dann kommen da die Düsen hin. Da geht mir doch gleich die Düse, das sage ich euch. Ne, das kommt denn zugemacht, aber ich muss ja mindestens schon mal so ein bisschen ausfräsen, wo das hin soll. Hallo, ich soll das ausfräsen. Lass mich ausfräsen. Ach so, das geht ja nicht, weil das sind ja Vierteldinger. Ach so. Na, das muss ja dann natürlich hoch weg, ne? Also, sonst macht das ja keinen Sinn. Das denn hoch, das denn hoch, oh oh. Naja, gut, wa? Das muss halt ausgebaut werden. Das wird so eine Schmuckkiste, das sag ich euch. So, da, da. Da, da, da. Und schon haben wir ein bisschen mehr Platz. Die kommen denn jetzt nach hinten? Ja, das ist korrekt. Ich hab's aber gleich gekriegt.
Ich war mir gerade nie so sicher. Das wird schon schief gehen, das sag ich euch. Was soll da passieren? Ist doch alles okay. So. Nehmen Sie mal die Düsen her. Ich gebe zu, mir geht so langsam die Düse. Auf das jetzt so funktioniert, wie ich mir das denke. So. Gut, ich hätte... Ach, ob nun drin oder draußen, ne? Ist doch eigentlich egal, wa? Ich kann ja hinten auch noch so einen Spoiler ranmachen. Oder sowas in der Richtung. Bin mir da noch nicht so ganz sicher. Er ist doch schon viel platzreicher. Oh. Das kommt jetzt nach hinten. Sag mal, kann ich das hier abbauen und dann einfach bloß nach hinten klatschen? Müsste doch eigentlich gehen, ne? Also. Das ist korrekt. Das tingeln wir einfach daran, wa? Ach so. Jetzt muss ich ja da auch noch die Dinge einstellen, oder was? Das ist, drehenswürdig. Das andere drehen. Ja. So, jetzt muss ich das natürlich... Genau. Ich brauche ja jetzt so ein Ding, ne? Also, weil, wie gesagt, das ist ja jetzt ein ganz anderes... Ach so, kannst du das auch schräg machen? Naja, wenn du ein schräg aussuchen tust, ist es schräg. Das passt nie so ganz. Gut, ich glaube, wir brauchen da noch zwei weitere. Ich glaube, das ist korrekt, oder? Da muss ich wohl noch produzieren, aber gut. Mut. Wird wahrscheinlich fallen wie ein Stein. Weil ich muss ja düsenmäßig auch noch ein bisschen, weil das hat ja jetzt Rückenlast. Okay, es wird schon alles schief gehen. Es wird alles schief gehen. Wird das wirklich? Hab ich so das Gefühl. Achso, ich muss das ja drehen. Hab's vergessen. Naja. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Wer baut sich einen Tarnkappenbomber? Das sage ich euch. Oh. Das denn nochmal drehen? Ah, so war das, ne? Muss ja symmetrisch sein, wisst ihr? Gut. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Was habe ich mich da eingelassen? Kann ich das nicht einfach so umbauen? Das wäre zu einfach, ich weiß. Gut, dann brauche ich nochmal zwei Flügeltüren. Wo stelle ich denn die her? Wahrscheinlich hier, wa? Genau. Ah, da sind sie. Ach so. Ja, ich verstehe. Zwei waren das. Hab ich. Sollte ich mir Düsen herstellen? Wahrscheinlich schon, ne? Ich baue mal nochmal zwei Düsen für den Boden. Das müssten die sein, ne? Das müsste reichen, genau. Die kommen nach unten. Besser. Was wir haben, haben wir. Ich könnte ja rein theoretisch da auch noch zwei machen, um die Sachen ein bisschen zu tunen. Tune 3. Ha, Witz. Sehr lustig. So. Das wird schon schief gehen. Hab Vertrauen. Ist das eine Drohung? So, wo sind denn... Das war noch nicht an... Da sind sie. Das sind aber andere. Nee, das sind ja die Kohlenstoff. Kohlenstoff, wartet mal kurz. Jetzt
Was steht da auch drin, was die aushalten? Ich will ja auch nicht, dass die zweimal beballert werden und dann ist kaputt, ne? Willst du ja auch nicht, ne? Hä? Ich hab doch... Jetzt... Moment mal. Ich hab doch... Ich bin mir zu 1% sicher. Ich hab mir doch nicht nur Kohlenstoff, ich hab mir doch Dings hergestellt, ja. Und die schmeißt er doch nicht gleich in die Tasche. Ob der auch mit Beton fliegt? Ich glaube, ich hab die falschen Blöcke hergestellt, wa? Kohlenstoff S. Naja, gut. Och. Es wird schon schief gehen. Ich hab so die Befürchtung, das wird es. Warten Sie mal. Hallo, gehen Sie doch. Kruzifix. Das kann doch nicht wahr sein. So, warten Sie mal. Nee, erstmal den verbrauchen. So, ich will bloß mal gucken, ne? Also. 50, 20. Gut, die Verbunds haben die Verbunds sind scheiße. Ab in den Kanister. Minister. Kann doch mal passieren, oder? Das war doch nicht meine Schuld. Ja, wem denn sonst? Wohin damit? Schön auseinandernehmen. Ich hab echt gedacht, ich hab mir welche hergestellt. Außer Verbund. Das ist ja ein Verbund, ist das ja, das sag ich euch. Aber hier sind keine anderen, außer die. Muss ich jetzt daran zimmern. Na gut, dann baue ich sie eben halt nochmal. Und wahrscheinlich würde ich nicht hinhauen, weil mir Eisen fehlt. Muss ich mal nachschauen, ey. Ich bin mir keinen Fehler, ich bin mir keines Fehlers bewusst. Und das ist das Problem. Da sind sie. Das sind nämlich die Juden, wa? Immer rein damit. So, und du müsstest ja eigentlich jetzt die anderen Verbundsblöcke... Ja, genau, so ist der Plan. Da. Hier sind ja auch... Ja, siehst du. Ja, die sind ja auch schon fertig. Das ist schön. So, wir wollen ja auch abheben, wisst ihr? Ich spiele dummerweise schon mit den Gedanken, ob ich nicht da einen Warp-Antrieb drin baue. Was mir natürlich auch logischerweise auch zum Verhängnis werden kann. Also, ich bin mir dessen detten bewusst. Oh, ich hab's wieder zu wenig. Müssten eigentlich zwei pro Seite sein, wa? Ja, das ist aber doof. Da muss ich nochmal hoch. Ist das so rum? Ist das richtig? Ja, das ist richtig rum, ne? Stimmt. Die Düsen sind ja so nach unten. Gut, dann muss ich da nochmal hoch. Musik. Nicht runter, sondern hoch. Ich bin... Nee, Waffen kann ich an die Flüge nie ranbauen, ne? Ganz dumme Frage. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ach, für einen Kumpel. Da fehlt doch noch ein Ding, wa? Da kommt doch noch einer ran. Da fehlt doch die Spitze. Ist ja mal Spitze. Ich sehe da schon ein Muster. Ich sehe da ein kleines Muster. Muss das da so sein? Ich mach da auch noch so eine Flüge ran, so eine Kleen. Aber ganz genau, Junge. Und deswegen brauche ich so ein Lied, dass man das auch von hier oben steuern kann. So, Düsen. Da geht mir doch die Düse. Nee, ist doch richtig. Hier waren noch die Düsen. Düse im Sauseschritt. Und bringt die Düse mit. Yo. Oh, jetzt muss ich so produzieren. Es tut mir leid. Wird wahrscheinlich immer losliegen. Dann macht das... Alle. Alle weg. So, was wollte ich denn noch? Ach so, ich wollte ja auch noch mal...
Warte mal, wo waren sie da? Warte, ich brauche, kann ich ja wieder auseinandernehmen. Das ist nicht das Problem. Jo, jo, jo. Nee, hier. So. Nee, das sind sie nicht. Da sind sie doch. Schön. Schön, schön. Kann ich das jetzt? Oh, vielleicht hätte ich das mal so machen sollen. Und dann erst ranmachen sollen. Macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe jetzt gerade überlegt, wenn ich mehr Platz... Deswegen ist ja das, was ich hier mache. Es geht ja um mehr Platz. Dann müsste ich das hier hinten hin. Ah ja, gut. Ihr könntet auch hier so ein bisschen höher bauen. Ups. Und dann erst die Schrägerin. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Man kann ja probieren. Und außerdem ist da ein Knacks drin. Habe ich jetzt erst gesehen. Na gut, dann kann das hier aber auch weg, wa? Was die, die denn hier schon gleich gemacht haben? Warum halten die so weit abgebaut? Dann spring du, Luda! Hä? Wo ist denn das? Ist doch da, das ist korrekt. Aber das ist nicht korrekt. Warten Sie mal. Das muss weggesprengt werden. Nein, Scherz. Warten Sie mal, geht weg und dann kann ich doch da eine andere Schräge ranbauen, ne? Wollte gerade sagen. Bitte lassen Sie das. So, naja, gut, dann müsste es ja so sein. Ich hasse das. Spring da vernünftig hoch. Du Arsch. Und dann die Schräge da. Ich glaube, die könnte was werden. Die werden noch 20.000 Mal die Taste drücken. Nee, das war jetzt so die. Das ist falsch. Ich krieg das gerade kopfmäßig nicht hin. Was ist denn hier los? Ah, das. Das könnten wir machen. Und dann schrien ran. Gut, ich hab mir dafür entschieden. Machen wir das so. Ja, genau. Dann machen wir da noch eine Schräge ran. Ey, dieses Umwechseln ist nicht normal. Mein Körper, mein Kopf. So, da bin ich auch wieder. Ich habe hier... Ich habe versucht, hier was hinzuzimmern. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht. So 100% zufrieden bin ich noch nicht, aber... Anders wird es gerade in meinem Kopf nicht. Das muss nochmal weg. Das sieht kacke aus. Gut, das andere macht das gerade nicht besser, aber das geht jetzt hier gerade so. Aber ich brauche mehr Blöcke. Viel, viel mehr Blöcke, als ich gedacht habe. Und das Umstellen hier ständig, das ist auch nervig. Aber ich habe bis jetzt noch keine Kopierfunktion gefunden. Die wird es wahrscheinlich geben, aber für mich noch nicht. Na? Also, gut. Also Blöcke. Der musste hier noch zugemacht werden. Wie gesagt, hier sind ja die Düsen. Das wird noch zugemacht und dann wird oben verbunden. Dann kommt hinten eine Tür ran und dann ist es gut. So ist mein Plan. Wenn ich einen Plan hätte. Also lass mal das erstmal. So wie das gerade im Kopf habe. Warte mal, ich mache jetzt diese kleinen Dinger ran. Nein! Ich wollte drehen. Ich schwöre. Genau das wollte ich machen.
So. Hat sie nämlich jetzt hier so eine. Also entgegengesetzt. Ui. Warten Sie mal. Wir machen das mal. Nee, ist doch richtig. So rum muss das. Genau. Jetzt so ein Ding kann machen. Hier so quasi doppelt. Das sieht doch bestimmt ja nicht mal so verkehrt aus. Aber mir fehlt denn so ein schmales Ding. Das ist schon das Schmale, wa? Warten Sie mal. Mensch, ich habe gedacht, da kann ich jetzt da ranhängen. Ich glaub mal nicht. Das ist ganz schön fett. Wie sieht das aus? Nee, nicht. Ihm ja, Scotty, oder was? Gut, habe ich mir jetzt anders gedacht. Ich wollte bloß mal gucken, was das ist. Naja, gut, jetzt kann ich. Obwohl, ihr könntet ja hier genau hochkant. Nee, das. Ach, das ist nicht schmaler. Ich habe gedacht, das ist schmaler. Warum kann ich daraus so eine Blöcke machen und so eine? Das macht überhaupt keinen Sinn. Hä? Wie komme ich denn jetzt zu diesen scheiß Blöcken, Villa? Ich krieg eine Krise, Luise. Tja, Leute, ich habe hier ein kleines Problem. Ich kann diese Blöcke nicht mehr zurückstellen. Keine Ahnung, warum oder wieso, weshalb. Er hat jetzt daraus so eine Blöcke gemacht. Ja, ist ja geil. Schön, dass ich keine Wahl mehr habe. Na, das ist ja mal ein Schmarrn. Du musst doch mindestens die Wahl haben, das wieder zurückzustellen. Oder habe ich jetzt irgendwie einen Denkfehler? Na gut, du kannst hier raus. Nö, du kannst. Das kannst du machen. Ja, toll. Na, das ist ja mal richtig geil. Das war mal richtig spitze. Das haben wir. Das, das voll durchdacht ist, bitte. Ich glaub, das sollte so nicht sein. Da hat der Kabin wohl einen Fehler aufgedeckt, Freundchen. Naja, gut, dann muss ich die nochmal bauen. Ich hoffe, dass ich die nochmal bauen kann. Und dass die denn ganz normale Blöcke wieder sind. So wie sie sein sollten. Das ist ja mal richtig doof, ist das. Damit komme ich überhaupt nicht klar. Ich weiß ja nicht. Ich mach mal eine Probe. Jung. Oh, Alter, das müsste auch zugemacht werden, wie gesagt, bevor der ja weggeballert. Gut, darum kümmern wir uns sonst gleich. Also, so fliegt das schon mal. Ist aber auch ein bisschen mächig, ne? Also. Oh, oh. Naja, gut. Aber es ist manövrierbar. Manövrierbar. Naja, gut, da fliegt gut, weil Gyroskop und so muss ja eingebaut sein. Der Weiße Hai. Das funktioniert auch. Naja, gut, wir können ihm halt Sachen drin lagern. Vielleicht muss ich nur die Seitendüsen ein bisschen umarbeiten. Also, dass welche rinkommen. Weil die Seitendüsen, die ich jetzt vorne drin habe, das ist zu wenig. Also, steuerungstechnischerweise ist das zu. Schwammig ist falsch. Zu. Es steuert sich nicht so gut. Also, schon, aber nicht so wirklich, wisst ihr? Naja. Mehr Power. So, warten Sie mal. Muss hoch weg.
dann drehen wir das nochmal. Gleich mal ausprobieren. Seid ihr bereit? Also hoch geht das schon mal wie eine Rakete. Wird steuern. Immer noch sehr, sehr behäbig. Aber ich glaube, das liegt schon alleine an den Gewicht, was das Ding hat, weil ich glaube, das liegt ja auch hier nach Gewicht, ne? Also. Aber dafür hat er ja einen schönen Zug drauf, das muss ich schon mal sagen. Dafür, dass es außen klein gebaut ist, muss ich sagen, eigentlich fiecht es sich ja nicht so verkehrt. Also, von vornherein, ich weiß, dass das nicht so stabil ist. Das werden sie uns wahrscheinlich beim ersten oder zweiten Mal ihr Schusswechsel würden, werden sie uns jetzt auseinanderkloppen. Da bin ich mir bewusst. Dessen bewusst. Aber darauf kommt es jetzt bei mir auch nicht an. Das hätte ich gleich hinbauen können. Genau. So ein Ding bauen wir jetzt daran. Denn es ist ja fast so, wie ich das haben wollte. Es sieht immer noch kacke aus, aber es fliegt. Hat's ja vorher auch. So. Naja. Es gewinnt keinen Schönheitspreis. Aber darauf kommt es auch nicht an. Ab will eine Garage. Ich gehe mal mit der Maus umlenken muss hier. Ey, aber das Ding hat schon Speed drauf. Drehen, 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 drehen. Und fliegen tut das ja nicht mal so schlecht, aber es ist alles nicht für meine Größe geeignet. Das muss weggefräst werden. Und aus. Naja. Sagen wir mal so, wenn ich mit dem Ding fliege, habe ich ja auch noch eine Panzerung an. Alles gut, es kann nichts passieren. Erstmal. Das wird ein Ding, das sage ich euch. Aber es passt. Nicht perfekt, aber es passt. Und das ist heilig beängstigend. Mike, lasst das jetzt so. Ach, scheiß drauf. Ihr sagt, ihr gewinnt keinen Schönheitspreis, aber ich kann hier rein. Ich kann Stuff nehmen. Ich kann hier immer Luft tanken, wenn ich muss. Ich kann Zeug rinschmeißen. Affrieren, glaube ich, werde ich auch nicht. Warten Sie mal bitte. Ach so. Dann müsste ich das aber richtig zumachen. Ja, mit dem Zumachen muss ich noch ein bisschen üben. Ach du Scheiße, nee, das geht ja nicht. Ich kann doch ja nicht zumachen hier. Ich muss ja kicken, wie groß die Tür ist. Und ob die überhaupt hier reinpasst, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das geht hier noch nach hier aus, ne? Also, das muss ich nochmal abmachen. Wir werden schon sehen. Na gut, Leute. Nicht so viel passiert. Ein bisschen ausprobiert, muss ja auch Sinn. Zum Schluss machen. Ach, wisst ihr was? Einen Test machen wir noch. Ich kann nicht. Ich musste probieren. Ich muss mindestens noch immer so ein. Warten Sie mal, kann ich mal kurz vorher nochmal die F4 drücken? Ich bin ja nicht ganz vergesslich. Jetzt mal was essen. Warten Sie mal, ich kann ja eigentlich rein theoretisch, könnte ich jetzt hier so rein. Mal testen. Erstmal die Stirn weggebrutzelt hier. So, den darin. Ne? Den im Sinne. Warum ist denn das Ding so dunkel?
Achso, weil ich das Licht ausgeschalten habe, ich Idiot. So, warten Sie mal. Na? Na gut, wie gesagt, das muss noch ein bisschen ausgebaut werden. Na, wie gesagt. Keine Schönheit. Aber die Kapsel müsste ja trotzdem dicht sein, ne? Oh, ist das schön ruhig hier oben. Bremsen Sie mal kurz ab. Der Kabi möchte nämlich was ausprobieren. Nee, das ist der falsche Ausprobieren. Liegen Sie bitte nicht weg. Ja, ich weiß. Ach so. Warten Sie mal kurz. Wenn Jetpack nicht aktiviert, kann Jetpack nicht funktionieren. Es sieht schon merkwürdig aus. Ja, ja, jetzt musst du da durch. Stirb mit Anstand. Oh, jetzt kannst du da drin. Hol dir ein paar Frostbeulen. Das war nicht so ernst gemeint. Das war eigentlich ein Joke. Nee, okay, warten Sie mal. Ich muss nur mal erstmal wieder zurück. Na gut. Halten wir fest. Das Ding ist weltraumtauglich. Die Frage ist, für wie lange? Alter, ich habe Angst, dass irgendwann mal zu viel Schub ist und wir klatschen gegen die Wand. Also, ich würde mal sagen, ich parke das jetzt erstmal draußen. Unser fliegendes Sägeblatt. Alter, ich drücke nicht vorwärts oder so. Das, ja, jetzt habe ich gemacht. Das war eben Restgeschwindigkeit. Diese fliegende Pyramide ist hier landet. Weich. Aber das ist nicht mein Verdienst. Ist das ein Ding, das sage ich euch. Junge, 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 Junge. Einen Preis werde ich damit nicht gewinnen. Aber wie gesagt, ich kann... Ups. Ich kann jetzt hier erstmal nochmal 2-3 Pakete hier übereinander rinschmeißen und da hinten und kann dann auf große Piraterie gehen. Das ist das, was ich wollte. Warten Sie mal, jetzt muss ich dich erstmal wieder rausnehmen, wa? Und so ein Anzugding muss ich hier noch hinbauen, dass ich das immer wechseln kann. Darum ging jetzt ja. Um Staufläche, dass ich Sachen rinknallen kann. Und das sollte reichen. Moment mal, ich kann auch von hier aus rinschmeißen, im Kühlschrank. Dann brauche ich das doch nicht in der Tasche behalten. Kleber. Oh, das ist auch schon fertig. Siehst du? Brauche doch kein Glas. Kein Licht. Es geht alles von alleine. Es muss nur wollen. Oder so. Na gut. Also, ich würde mal sagen, das war unser Vorbau. Jetzt werden wir hier alle frei bullen. Und das Ding zum Schwöben bringen. Hey, das würde aber auch interessant sein, ob das gehen würde, wa? Dann müsste ich das hier alles... Hier unten müssten die Düsen rennen. Das würde nicht funktionieren, das ist ja auch Stein. Aber interessant wäre trotzdem. Ich müsste eigentlich bloß ein Base... Nee, so ein Raumschiffblock bauen und dann hier rinsetzen, ne? Also so rein theoretisch müsste das funktionieren. Nur Stein in Weltall oder so. Ich glaube, da schießt du mal ganz leicht ein paar Löcher rein, ne? Oh, wir hätten mal gleich auf Eisen bauen sollen. Aber Beton ist günstiger. Kann man das nicht wie bei 7 Days aufwerten? Ey, dann würde ich wirklich Düsen hier reinknallen und hau ab. Na gut, Leute. Ich würde mal sagen, ich mache mal kurz hier Feierabend. Ich muss mal kicken, was ich hier gemacht habe. Da sind ein paar Sachen rauszuschneiden. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem, obwohl nicht so viel passiert ist, euren Spaß gehabt. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Hoffe ich doch. Macht euch einen schönen Tag. Ich bin raus. Tschüss.